Schweres Pokalspiel. Wir sind gut beraten, einfach auf unsere Stärken zu konzentrieren, unsere Stärken ins Spiel zu bringen, sodass wir halt diese Favoritenrolle ja, annehmen und gerecht werden. Zurzeit ist es so, dass wir mit Leon Lauberbach einen Spieler haben, der so ein bisschen kränkelt. Mike Koenigke hat immer noch halt Probleme mit seinem Sprunggelenk. Außerdem haben wir halt René Lange und Yannick Mader, die halt zurückkommen von Verletzungen. Und deswegen werden wir halt viele gute Alternativen zur Verfügung haben. Ja, also Sachsen-Pokal ist natürlich sind immer schwere Aufgaben. Also klar, es ist ein unterklassiger Gegner und klar sind wir Favorit, aber wir wissen auch, wie es gehen kann im Pokal. Und von daher wird es wichtig sein, dass wir das angehen wie ein Punktspiel. Und ich denke, je besser wir das Spiel angehen, je konzentrierter wir sind, je leichter wird es uns fallen, eine Runde weiterzukommen.